Zum 1x7. Gut, und schon fangen wir an mit dem Training. Ich stelle hier die 7 ein, also das 7er 1x1. Immer durcheinander. Ihr wisst ja, Leute, guckt mal hier oben in den Link, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit solchen Videos umgehen sollt, wie man da ganz schnell lernt. Also, es geht los. Ich werde die Aufgaben wieder sagen und ihr seid schneller als ich und sagt das Ergebnis. Ich lasse ganz bisschen Pause. Wir machen erstmal langsam. 2x7 gleich 14. 9x7. Ist 63. 0 mal 7 ist 0. 6 mal 7 ist 42. 8 mal 7 ist 56. 9 mal 7 ist 63. 8 mal 7 ist 56. 2 mal 7 ist 14. 9 mal 7 ist 63. 1 mal 7 ist 7. 9 mal 7 ist 63. 5 mal 7 ist 35. 9 mal 7 ist 63. 5 mal 7 ist 35. 7 mal 7 ist 49. 0 mal 7 ist 0. 4 mal 7 ist 28. 10 mal 7 ist 70. 4 mal 7 ist 28. 9 mal 7 ist 63. 7 mal 7 ist 49. 10 mal 7 ist 70. 9 mal 7 ist 63. 10 mal 7 ist 70. 6 mal 7 ist 42. 6 mal 7 ist 42. 4 mal 7 ist 28. 4 mal 7 ist 28. 0 mal 7 ist 0. 10 mal 7 ist 70. 5 mal 7 ist 35. 10 mal 7 ist 70. 5 mal 7 ist 35. 3 mal 7 ist 21. 6 mal 7 ist 42. 3 mal 7 ist 21. 8 mal 7 ist 56. 1 mal 7 ist 7. 10 mal 7 ist 70. 0 mal 7 ist 0. 3 mal 7 ist 21. 8 mal 7 ist 56. 10 mal 7 ist 70. 2 mal 7 ist 14. 7 mal 7 ist 49. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 7 ist 21. 0 mal 7 ist 0. 7 mal 7 ist 49. 1 mal 7 ist 7. 9 mal 7 ist 63. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 7 ist 21. 6 mal 7 ist 42. Gut, jetzt haben wir 3 Minuten durchgezogen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und jetzt zum Schluss noch hier ein paar Links, wie es weitergeht, wie man überhaupt mit solchen Videos übt und so weiter und so fort. Man kann sogar im Schlaf damit üben. Also, ich wünsche euch was. Tschüss.